TV-Millionärin Carmen Geiss lässt ihre Follower nur zu gerne an ihrem Luxusleben teilhaben. Doch in letzter Zeit hagelt es für die Frau von Selfmade-Millionär Robert Geiss zunehmend Kritik an ihrem ausschweifenden Lifestyle. Auf Instagram kassiert Carmen einen Shitstorm nach dem nächsten. Der lockere Umgang der Blondine mit der derzeit anherrschenden Corona-Krise ist vielen Instagram-Usern ein Dorn im Auge. Doch die Geissens genießen weiterhin ihr glamouröses Jet-Set-Leben. Aus ihrem Dubai-Urlaub mit ihrer Familie postet Carmen jetzt ein Foto ihres Beauty-Tages inklusive Maniküre und Pediküre und löst damit den nächsten Shitstorm aus. Auf dem Foto sieht man, wie vier Frauen gleichzeitig an den Nägeln der Millionärin Hand anlegen. Zu dem fragwürdigen Bild schreibt Carmen auch noch euphorisch, wie günstig man in Dubai seine Nägel verschönern lassen könne. Ein absolutes Unding für ihre Fans. Sie haben sich etwas mehr Feingefühl von der Millionärin erhofft, denn in Deutschland sind derzeit wegen der weltweiten Pandemie teilweise die Nagelstudios geschlossen.